Also wir sind aktuell in der herzchirurgischen Abteilung im Klinikum Augsburg. Meine Aufgabe ist im Moment als Stationsarzt unterwegs zu sein. Das heißt, ich mache die Visiten, betreue die Patienten. Wir haben eine super Intensivstation, wo man viel lernen kann. Man kann auch in den einzelnen Fachdisziplinen viel lernen. Die Rotation wird hier vorangetrieben. Wir haben hier ein wirklich gutes Ausbildungskonzept, wo 24 Stunden am Tag ein Oberarzt da ist. Es gibt für jede Intensivstation einen eigenen Arzt, der mindestens dreimal täglich da vorbeiguckt, regulär. Und dann natürlich jederzeit für Fragen zur Verfügung steht. Und das ist echt toll, weil man da nicht das Gefühl hat, man muss jetzt die Patienten, die oft schwer krank sind, denen es wirklich schlecht geht und die einem teilweise unter den Händen hinweg schlechter werden in der Sekunde, dass man da nicht alleine ist, sondern dass wirklich jemand da ist und man sagt, kommen Sie, Sie wissen mehr, Sie können mehr, schauen Sie mit da drauf und helfen Sie mir, dass der Patient nicht stirbt. Auch als Rotant aus anderen Fächern wird man da mit aufgenommen, wird mit ausgebildet, darf auch Sachen machen und wird dann nicht so an die Tür gestellt und gesagt, gut, du darfst jetzt zuschauen, sondern man wird aktiv da eingebunden. Wenn ich ehrlich bin, war es eine Folge von Emergency Room. Mich hat dieser Schockraum immer fasziniert, wo der Patient reinkommt, furchtbar schlecht ist und dann muss innerhalb von 5 Sekunden alles klappen. Man muss wissen, was man macht, warum man es macht, was der Patient hat, wie man ihm helfen kann. Und das hat mir schon als 8-Jährige ehrlicherweise gefallen. Trotz dem Blut und dem Gedärm, das da manchmal rumgeflogen ist, fand ich es einfach toll. Ich habe prinzipiell schon immer ganz gern mich um andere Menschen gekümmert und das kann man halt im Arztberuf auch gut ausleben, auch Verantwortung übernehmen, das mache ich sehr gern. Das ist halt, was man als Arzt tagtäglich machen muss. Man muss eigentlich für die Leben und für die Erkrankungen von anderen Menschen Verantwortung übernehmen und auch bereit sein, sich den Herausforderungen zu stellen. Und das finde ich im Arztberuf sehr schön. Und auch dann gemeinsam mit den Patienten eben zu erarbeiten, was machen wir, wie geht's weiter, wie kann man ihnen am besten helfen. Das war meiner Meinung nach früher oft so, dass man als Arzt den Patienten diktiert hat, was notwendig ist, welche OPs notwendig sind. Und ich finde es aber sehr schön, dass sich das im Laufe der Zeit doch stark gewandelt hat, dass der Patient da mitmacht und auch Bescheid weiß und dass man gemeinsam als Team eben die Therapie entscheidet. Also ich bin der Meinung, dass in der Medizin ein Wandel stattfindet. Das ist ein altes Fach, wo viele alte Hierarchien sind, deswegen ist es ein langsamer Wandel, aber er findet statt. Und ich denke, dass mit jeder neuen Generation an Ärzten, die wir bekommen oder die ausgebildet werden, eben diese alten Hierarchien langsam aufbröckeln und dass man eher Richtung Teamarbeit geht. Und jeder hat seinen Bereich, klar, und jeder Bereich ist aber wichtig. Und das fängt an von der Frau, die die Toiletten putzt, bis zum Oberarzt oder Chefarzt, der die Visiten macht und Entscheidungen trifft. Das gehört, spielt alles zusammen. Und da muss man als Arzt auch so weit sein und das erkennen und wissen, dass man alleine eigentlich nicht viel ausrichten kann, sondern nur eben gemeinsam. Und deswegen sollte ein Arzt auch Teamplayer sein, auf jeden Fall.